Ave. Hilfst du einem Mann in Not? Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Tesla Katzenköpfe haben, aber du hast nur Katzenaugen. Es klart auf.
Weiter so, Plätze. Thank you.
mal mit nach Skellige genommen. Was? Was tust du denn? Ist es toll, mit den Fischern zu segeln. Barbaren! Ich erinnere mich an Unfug. Sie haben mir gezeigt, wie man Netze knüpft. Schön, dass ich den Jahren wieder durchgekommen bin. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Hexer! Welch angenehme Überraschung! Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Wir sind im Krieg, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ist es. Ich kann den Rauch brennender Hütten meilenweit sehen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind im Ginvel bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. Was guckst du denn so? Hilfst du einem Mann in Not?
Einfach Hexer. Großartig. Hey, sieh dir das an. Gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Was hat sie gesagt? Du bist mit dir zu. Wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Gehen wir. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fußball gesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Bitte.
sagte sehr. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Diese Abmachung mit Emhyr, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann, weiter? Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, dass du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein. Mein Medaillon? Lächerlicher Schnickschnack, dass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh her. Ahan Luma! Aha. Dann ist der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen.
Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Ha, und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Wie schmeckt dir das, Silber? Thank you.
Schnelle!